Ja, auch von mir einen schönen Gruß in die Runde. War schön, dass ich ein paar Gesichter gesehen habe. Für mich ist es das erste Mal, in eine solche Kamera zu sprechen. Also es hat mir gerade geholfen, dass ein paar Gesichter da sind. Jetzt weiß ich, wen ich ansprechen kann. Hallo von meiner Seite. Ja, es geht heute um die Kraft des Lesens. Es geht darum, wie Bücher uns unterstützen können im Leben. Und aufgeteilt ist der Vortrag in zwei Teilbereiche. Zum einen geht es um die Geschichte der Bibliotherapie. Diesen Teil übernimmt der Bernhard Lübbers. Und dann geht es später um die Praxis der Bibliotherapie. Und diesen Anteil übernehme dann ich. Und ich beginne damit, den Bernhard Lübbers zu fragen. Bernhard, Regensburg hat jetzt eine literarische Apotheke, die in der staatlichen Bibliothek Regensburg untergebracht ist. Was hat dazu geführt, ein solches Angebot einzurichten? Ja, Thomas Mann hat einmal gesagt, Lesen, das sei die bewusste Beschäftigung mit der Menschenseele. Bücher und Literaturen haben damit zweifelsohne eine psychologische Dimension. Bestimmte Texte wurden in der gesamten Weltgeschichte immer wieder als gefährlich eingestuft und teils wurden auch immense Aufwände unternommen, um solche Bücher zu unterdrücken. Die Weltgeschichte kann sozusagen geradezu als eine Chronik der Siege des Wortes über die Macht gelesen werden. Doch Bücher können weitaus mehr. Bücher haben die Kraft, ein Leben zu verändern. Lesen stellt einen ganz besonderen Modus der Weltbeziehung dar. Schon Cicero befand, Bücher könnten Schutz und Trost im Unglück bieten. Wörtlich notierte etwa der berühmteste Redner der antiken Welt in einem Brief an seinen Freund Varro. Nach seiner Rückkehr nach Rom habe er sich mit seinen alten Freunden, er meint damit die Bücher, ausgesöhnt. Daher könne er jetzt darauf hoffen, alles, was uns drückt, schreibt er, und alles, was uns droht, leicht zu überstehen. Seine Bücher gaben ihm also die Gewissheit, den Widrigkeiten des Lebens leichter gegenübertreten zu können. Wie jeder menschlichen Kunst eignet so auch der Literatur die Gabe, durch bestimmte Risse sozusagen in das Seelenleben eines Menschen einzusickern. Und nicht zuletzt kann die Kunst, deren Schwester bekanntlich ja die Literatur ist, den Staub des Alltags abwaschen, wie Pablo Picasso es einmal formulierte. Diese vielfältigen Eigenschaften von Büchern und der Literatur waren damit auch der Ansatzpunkt für die Etablierung einer literarischen Apotheke in Regensburg, hier in den Räumlichkeiten der staatlichen Bibliothek. Okay. Ja, die Kraft von Erzählungen und Geschichten weiß man also, kann heilsam wirken. Könnte man sagen, dass Lesen als Medizin wirken kann? Ja, in gewisser Weise schon. Dabei sind wir Menschen evolutionär ursprünglich überhaupt nicht für das Lesen geschaffen worden. Die amerikanische Leseforscherin Marianne Wolfe hat das in ihren Arbeiten wiederholt dezidiert herausgearbeitet. Ihr verdanken wir ein tieferes Verständnis für die Prozesse, die in unseren Köpfen beim Lesen ablaufen. Grundlegend dafür ist das Prinzip der Plastizität. Unsere Gehirne sind in der Lage, völlig neue Verknüpfungen anzulegen. Schaltkreise, die ursprünglich einen ganz anderen Zweck hatten, also zu recyceln. Deshalb, und das kann man gar nicht genug betonen, gibt es im Gegensatz zur gesprochenen Sprache keinen Automatismus für das Lesen. Es kann nicht gleichsam aus dem Nichts, wenn man so will, erwachsen, sondern muss vielmehr erlernt werden. Und es wird vornehmlich mit der Hilfe von Wiederholungen eingeübt. Da ganz verschiedene Areale in unserem Kopf angesprochen werden, ist buchstäblich jedes Wort in der Lage, eine ganze Geschichte aus zahllosen Verknüpfungen, Assoziationen und lang gehegten Gefühlen heraufzubeschwören. Mehr noch, Sätze können somit, um den amerikanischen Essayisten Wendell Berry zu zitieren, zu gefühltem Sinn werden. Gerade Erzählungen sind es daher, die uns in ganz besonderer Art und Weise anrühren, denn das Erzählen ist tief in uns Menschen verwurzelt. Nicht ohne Grund hat man daher vom Storytelling Animal oder vom Homo narrans gesprochen. Denn wir Menschen denken vornehmlich in Geschichten. Mit Hilfe von Erzählungen gelingt es uns, Erfahrenes zu strukturieren und anzueignen. Auch unsere eigenen Biografien übrigens werden mittels einer persönlichen, einzigartigen Erzählung zu einem stimmigen Bild komponiert, immer und immer wieder. Gedächtnislücken werden dabei großzügig übergangen, was nicht nur Historiker und Kriminalisten zuweilen vor große Herausforderungen stellt. Werbung, Journalistik, aber auch die Unterhaltungsindustrie machen sich unsere Vorliebe für Geschichten immer wieder zunutze. Das Stichwort Storytelling ist daher in aller Munde. Und auch in der Medizin und Psychotherapie setzt man daher auf die Kraft des Narrativs. Denn wir alle leben in Geschichten. Schon diese wenigen Bemerkungen zeigen, dass das Lesen somit wirklich die Macht hat, das Leben eines Menschen tiefgreifend zu verändern.
Gibt es denn Beispiele in der Geschichte für diese beinahe magische Kraft des Lesens? Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich einmal auf die Suche nach dieser Wirkung für diese Kulturtechnik macht, stößt man auf unzählige Zeugnisse dafür. Der Grund dafür dürfte nicht zuletzt der sein, dass man sich in Büchern buchstäblich verlieren kann. Beim Lesen Seiten in uns also angesprochen werden, die sonst vielleicht eher seltener zum Klingen kommen. Ganz berühmt ist ja das, was Marcel Proust gesagt hat. Er hat das Leseerlebnis, wenn man alles um sich herum vergisst, eigentlich unübertrefflich in Worte gekleidet. Er schreibt, es gibt vielleicht keine Tage unserer Kindheit, die wir so voll erlebt haben, wie jene, die wir glaubten, verstreichen zu lassen, ohne sie zu erleben. Jene nämlich, die wir mit einem Lieblingsbuch verbracht haben. Alles, was sie, wie es schien, für die anderen erfüllte und was wir wie eine vulgäre Unterbrechung eines göttlichen Vergnügens beiseite schoben. Das Spiel, zu dem uns ein Freund bei der interessantesten Stelle abholen wollte, die störende Biene oder der lästige Sonnenstrahl, die uns zwangen, den Blick von der Seite zu heben oder den Platz zu wechseln und so weiter und so fort. Es stellt sich beim Lesen also das ein, was ein Psychologe mal als Flow bezeichnet hat. Ein Gefühl der Entdeckung, das ein Individuum in eine andere Realität versetzen kann. Immer dann, wenn hohe Konzentration sowie eine Balance von Herausforderung und Leistung und ein Gefühl von Kontrolle und Befriedigung zusammentreffen, kann man von Flow sprechen. Es ist ein Gefühl, das sich bei passiven Aktivitäten, wie etwa bei dem Fernsehen oder dem Sehen von Videos oder Serien, nicht einstellt. Das Lesen bedeutet aber weitaus mehr. Bücher können, wie gesagt, Trost schenken, Mut machen, Spiegel vorhalten, Zuflucht sein, Erfahrungen vermitteln, Perspektiven ändern, Sinn stiften. Bücher können amüsieren und berühren und sie können ablenken, nicht zuletzt von uns selbst. Kurzum, das Lesen ist nicht nur immens wichtig für Bildung und Weiterbildung, sondern scheint gerade in Krisenzeiten eine ganz besondere Rolle einnehmen zu können. Und es ist ja eigentlich auch hochaktuell, dieses Trösten in Krisenzeiten. Da steckt man mittendrin. Ja, genau. Durch die sogenannte Corona-Krise, die wir gerade durchleben, hat das in der Tat eine ganz neue Dimension bekommen. Und die gesamte Weltliteratur kann nach Aussagen dieser Art durchforstet werden. Einige wenige Beispiele sollen, ja müssen an dieser Stelle genügen. So ist das berühmte Lehrgedicht des Lucrez über die Natur der Dinge eine tiefe therapeutische Meditation über die Todesfurcht. Und von Cicero stammt der berühmte Ausspruch, Bücher erfreuten das Alter, sie seien zudem Zuflucht und Trost im Unglück. Gerade die Antike wusste um den inneren Zusammenhang von Poesie und Medizin. Auf das Engste verwoben sind auch Religion und Literatur. Auch dafür sind die Belege zahlreich. Gibt es historische Beispiele für einen ganz konkreten Heilerfolg? Gibt es tatsächlich. Der italienische Humanist Antonio Beccadelli schildert uns einen konkreten Heilerfolg, den Bücher bei König Alfons dem Ersten von Neapel, er lebte von 1396 bis 1458, verursachten. Er schreibt, der König lag krank zu Capua, da viele seiner Bekannten, jeder nach seinem Geschmack und nach seiner Neigung, dem Kranken Geschenke zum Zeitvertreib brachten, eilte auch ich herbei und brachte ihm mein Linderungsmittel und Arzneien mit, das heißt meine Bücher, von denen ich wusste, dass sie ihm die größte Freude bereiten würden. Zum guten Glück griff ich aus ihnen den Curtius, also er meint den Quintus Curtius Rufus, zur Lektüre heraus und Alfonso hörte den Taten des Alexander, gemeint ist Alexander der Große, in der glänzenden Schilderung dieses beredten Mannes mit solcher heiteren Begierde und solchem Glücksgefühl zu, dass er zum Staunen der Ärzte noch am selben Tage, da wir zu lesen begonnen, von aller Krankheit befreit und fast ganz gestärkt sich wieder erhob. Nun ließen wir alle anderen Ergötzlichkeiten beiseite, hielten täglich 3 Lesungen ab und hatten in kurzem das ganze Buch durchgearbeitet. Von dieser Zeit an scherzte der König oft mit den Ärzten, indem er den Avicenna als einen kecken Stümper lächerlich machte und den Curtius in alle Himmel erhob. Ja, ich höre Begeisterung. Du bist Historiker durch und durch. Sind diese Geschichten aus der Historie der Ursprung, dass du dich zur literarischen Apotheke hinreißen lassen hast? Ja, in gewisser Weise natürlich schon. Auch da kann ich einen berühmten Literaten als Gewehrsmann sozusagen ins Feld führen. In einem berühmten und viel zitierten Brief von Franz Kafka an seinen Freund Oskar Pollack schreibt Kafka,
Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Damit es uns glücklich macht, wie du schreibst. Mein Gott, glücklich wären wir eben auch, wenn wir keine Bücher hätten. Und solche Bücher, die uns glücklich machen, könnten wir zur Not auch selber schreiben. Wir brauchen aber Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns. Wie wenn wir in Wälder verstoßen würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Das, glaube ich, schreibt Kafka. Und diese Mechanismen sind bis heute wirksam. Der französische Schriftsteller Philippe Dijon sagt, wenn ich mich schlecht fühle, gehe ich nicht in die Apotheke, sondern zu meinem Buchhändler. Ähnlich würde es wohl auch der frühere amerikanische Präsident Barack Obama formulieren. Zum Ende seiner Amtszeit gab er der leitenden Literaturkritikerin der New York Times ein Interview über seine Liebe zur Literatur. Und in diesem Interview gestand er, dass er gerade in schwierigen Situationen, beispielsweise nach einem Amoklauf, Trost und Beistand in Büchern gesucht habe. Denn in diesem Job als amerikanischer Präsident sei man sehr allein, so Obama wörtlich. Also ich halte fest, Lesen kann in Krisenzeiten scheinbar helfen, oder? Ja, und auch dafür gibt es zahlreiche Beispiele, selbst aus dunkelster Zeit. So bestand im Ghetto Vilna während der Zeit der Shoah eine Bibliothek und Hermann Krug, der Leiter dieser Einrichtung, verfasste im Oktober 1942 einen Bericht über die Aktivitäten dieser Bibliothek, ein Werk kühler Bibliothekswissenschaft und zugleich ein Schrei gemischt aus Hoffnung und Verzweiflung. Und in diesem Bericht führt Krug unter der Überschrift The Miracle of the Book aus, dass das Lesen in einer Zeit, als Vilna an jüdischem Blut ertrank, eine Art Flucht gewesen sei. In dieser psychologischen Situation, so führt Krug aus, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich zitiere wörtlich: Lesen, um sich zu betäuben und nicht zu denken, oder Lesen, gerade um nachzudenken, sich für vergleichbare Schicksale zu interessieren und aus solchen Analogien gewisse Schlüsse für sich selbst zu ziehen. Der Leser sieht gern im Buch einen Spiegel seiner eigenen Lage und Lebensumstände. Krugs Bericht ist auch deshalb so erschütternd, weil er zeigt, wie selbst in dieser Hölle des Ghettos, in dem das Sterben ja alltäglich war, das Lesen eine bedeutsame Rolle spielte. Die neuen Ghettobewohner hätten sich, so berichtet Krug, auf die Bücher wie durstige Lämmer geworfen. Für sie seien die Bücher ein Narkotikum und Möglichkeit zur geistigen Flucht gewesen. Ein Mensch könne Hunger, Armut, Schmerz und Leid ertragen, aber keine Isolation, schreibt Krug. Die Anziehungskraft des Lesens sei damit deutlich höher als in normalen Zeiten gewesen. Denn ein Buch trug einen Ghettobewohner gleichsam weg über die Mauern des Ghettos hinaus in die Welt. Diese geistige Flucht ermöglichte es den Gefangenen, sich aus der Isolation zu befreien und zumindest den Gedanken mit ihrem Leben und ihrer gestohlenen Freiheit zu vereinigen. Warum die Etablierung der literarischen Apotheke in der Bibliothek bei dir? Nun, wir haben ja gesehen, dass Bücher und damit auch ihre Aufbewahrungsstätten, also eben Bibliotheken, vor allem in solchen Ausnahmesituationen eine Art tröstende, ja heilende Funktion ausüben können. Jede Bibliothek ist daher per se eine Art literarische Apotheke, da sich unzählige Bücher und Medien dort finden, hier bei uns zum Beispiel in der staatlichen Bibliothek etwa 500.000. Und nicht ohne Grund werden Bibliotheken daher neben vielen anderen Apostrophierungen gerne auch als Heilstätten für den Geist oder eben Seelenapotheken bezeichnet. Diese Bezeichnung, griechisch Psyches Iatreion, findet sich erstmals bei dem antiken Historiographen Diodor von Sizilien. Im ersten Buch seiner griechischen Weltgeschichte berichtet er von einer Inschrift, die in Theben über der Bibliothek im Grabkomplex des ägyptischen Pharao Ramses II. Angebracht gewesen sein soll. Ja, und da haben wir es sozusagen das allererste Mal, dass wir dieses Konzept der Seelenapotheke bei einem ägyptischen Pharao. Ja, ja. Also das Konzept war auch in der Antike bereits bekannt. Was ist dann passiert mit dieser Idee? Ja, in der Antike wurde sein Werk noch viel gelesen und dann geriet das Werk dieses Sizilianers mit ihm das Wissen um jene Inschrift in den mittelalterlichen Jahrhunderten in Vergessenheit. Erst in der Renaissance erfolgte eine Wiederentdeckung. Im 15. Jahrhundert übersetzte der berühmte italienische Humanist Pozzo Bracciolini die Darstellung des Griechen in das Lateinische. Und so kam es sozusagen zurück in das Bewusstsein.
Und 1472 erschien dann in Bologna der erste Druckausgabe. Im 16. Jahrhundert wurde es wiederholt aufgelegt. Und so fand das Bild eines jetzt lateinisch Animi Medicamentum, eines Heilmittels für die Seele, Eingang in die europäische Geistesgeschichte. Okay, das heißt, das Bild einer Bibliothek als Heilmittel der Seele wurde also in der Renaissance wiederentdeckt. Genau. Und dann ging es aber weiter. Genau. Bereits 1602 zitiert dann der flämische Philosoph Justus Lipsius in seiner Abhandlung über Bibliotheken Diodors Bericht. Den griechischen Originalwortlaut gab er im ersten Kapitel seiner Abhandlung mit Animi Medica Officina wieder, was im Deutschen etwa mit Seelenapotheke zu übersetzen wäre. Mhm. Ende des 17. Jahrhunderts dehnt sich dann die Rezeption weiter aus der aus Hamburg stammende Wiener Hofbibliothekar Peter Lambeck übersetzte das aus dem Griechischen stammende Wort dann mit Medicina Animae Sive Animae Officina Medica. Also seine Übersetzung kommt den deutschen Heilstätte der Seele oder Seelenapotheke am nächsten. Ein paar Jahre später haben wir dann bei dem deutschen Polyhistoriker Erasmus Franziski wirklich das erste Mal dann das deutsche Wort Seelenapotheke. Aha, das ist dann die Geburtsstunde des deutschen Begriffs Seelenapotheke, oder? Genau, genau. Ja. Im 18. Jahrhundert geht es dann weiter. Auch im 18. Jahrhundert haben wir das wiederholt. Der Bibliothekar der Universität von Uppsala etwa, Erik Benzelius, liest die Worte Psychos Iatreion als Supralibrus auf die Bände drucken. Der Preußenherrscher Friedrich II. Der Große ließ es dann auch als Nutrimentum Spiritus, als Nahrung für den Geist über seiner Bibliothek in Berlin anbringen, was zu Spott geführt hat. Angeblich soll es bis heute in Berliner Wirtshäusern den Witz geben. Spiritus, ich kann leider keinen Berliner Dialekt, sehen Sie es mir nach. Spiritus ist auch Nahrung. Und 1760 wurde dann über das Portal der Klosterbibliothek von St. Gallen, das ist das bis heute berühmteste Beispiel, das Wort Psychis Iatreion über den Eingang geschrieben. Und auch wenn Sie in die Klosterbibliothek Metten fahren, liebe Zuhörer, dann werden Sie auch dort mit den griechischen Worten Psychis Iatreion begrüßt. Also kurz, das Konzept einer literarischen Apotheke ist gewissermaßen alt, geht auf einen ägyptischen Pharao zurück und hat dann über Umwege wieder in der Neuzeit Eingang gefunden in die europäische Geistesgeschichte. Magst du uns was darüber erzählen, wie die moderne Bibliotherapie entstanden ist, jetzt hier und heute, in unserer Zeit? Genau. Es gibt auch da wieder Pioniere, die an die Traditionen der Antike anknüpfen. Im deutschsprachigen Bereich ist es zum Beispiel Johann Samuel Adami. Der hat 1695 eine Darstellung Bücherfreunde und Bücherfeinde verfasst. Und da schreibt er, Bücher könnten Gemütskrankheiten heilen, schreibt er wirklich. Gegen beinahe alle Befindlichkeiten hätten Bücher die Mittel, das Übel zu kurieren. Das blieb aber da bei der Theorie. Es gibt auch andere, man kann zum Beispiel Goethe ins Feld führen. In Wilhelm Meisters Wanderjahre heißt es, über die Dichtkunst innig verschmolzen mit Musik heilt sie alle Seelenleiden aus dem Grunde, indem sie solche gewaltig anregt, hervorruft und in auslösenden Schmerzen verflüchtigt. Also die Einsicht, dass Bücher helfen können, war also über die Jahrhunderte stets präsent. Was sich jedoch im 19. Jahrhundert jetzt ändert, war die Professionalisierung durch die Einrichtung von Heilanstalten, wie die Etablierung der Psychologie und der Psychiatrie als eigenständige Wissenschaften. Also die Anfänge der Bibliotherapie, wie wir sie heute verstehen, finden wir also im 19. Jahrhundert. Genau, so könnte man das sagen. Genau. Ende des 18. Jahrhunderts entstehen die ersten eigenen Einrichtungen moderner Prägung, könnte man sagen, für psychisch Kranke. Irrenhäuser hießen sie in der Diktion der Zeit. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts bildet sich dann auch die moderne, so wie wir es heute verstehen, die moderne Versorgung von psychisch kranken Menschen heraus. Und in Nordamerika fordern verschiedene Leute, zum Beispiel Benjamin Rush,
eine Einrichtung einer kleinen Bibliothek in jedem Krankenhaus für psychisch Kranke. Ja, ja. Was heute noch so ist. Genau. Und das ist auch verschiedentlich dokumentiert, dass es tatsächlich in die, ja, in die Praxis umgesetzt wurde. Ja. Und im 20. Jahrhundert bekam das Kind dann einen Namen. Genau. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bündelten sich diese ersten zarten Ansätze, die wir gesehen haben im 19. Jahrhundert, zusehends. Um 1900 konnte praktisch jede Einrichtung für psychisch kranke Menschen eine eigene Bibliothek aufweisen. Hinzu trat, dass sich die Psychologie nun zunehmend als wissenschaftliche Disziplin ausbildete. Da wurde der Rahmen vornehmlich in Preußen gesetzt. Es geht dann über die USA, die berühmte Johns Hopkins University, die jetzt in aller Munde ist, auch auf den nordamerikanischen Kontinent. Und es werden wissenschaftliche Standards gesetzt. Und Joachim Rathkau hat den Übergang vom ausgehenden 19. zum ersten Drittel des 20. Jahrhunderts als ein Zeitalter der Nervosität beschrieben. Also die Zeitgenossen damals haben leidenschaftlich über Nervenschwäche diskutiert. Viele haben das für die Volkskrankheit der Zeit gehalten. Psychiatrische Krankenhäuser und Sanatorien schossen in ganz Europa wie Pilze aus dem Boden. Das wurde dann zwar abrupt beendet mit dem Kriegsausbruch 1914, aber man hatte sozusagen ein Bewusstsein jetzt dafür. Und es ist daher sicher kein Zufall, dass im September 1916, also mitten in diesem schrecklichen Krieg, erstmals einer größeren Öffentlichkeit das Wort Bibliotherapie, Englisch Bibliotherapy, vorgestellt wurde. Ja. Und der Artikel entstammt der Feder des Essayisten Samuel McCord Crothers. Und der hat diesen Artikel in der renommierten Zeitschrift The Atlantic Monthly veröffentlicht. Ja. Ja. Gut, und er war also der Erfinder des Wortes Bibliotherapie, Samuel McCord Crothers. Genau. Und der schreibt in seinem satirischen Artikel, das Bibliopathic Institute eines erfundenen Dr. Baxter, und dort wird eben Bibliotherapie angeboten. Das Konzept ist relativ simpel. Für Dr. Baxter zählt nur der therapeutische Wert eines Buches. Und er stellt es eben in diesem Essay seinem Freund anhand von zahlreichen Beispielen vor. Ist also ein bisschen satirisch, aber mit einem wahren Kern sozusagen. Gut, wie ging es dann nach dem Ersten Weltkrieg weiter? Ja, nach diesem Krieg mehren sich dann Publikationen über die Bibliotherapie. Bereits in den 1920er Jahren etablieren sich erste Trainingsprogramme. In den 30er Jahren wird der Begriff dann zunehmend populär, und in die American Library Association, die ALA, hat bereits 1939 ein bibliotherapeutisches Komitee eingesetzt. Ja, also vornehmlich im angelsächsischen Bereich kommt das sozusagen an. Du hast mir noch erzählt, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Idee auch nach Deutschland kommt, weil bis dahin war Deutschland außen vor. Ne? Praktisch, ja, genau. Ja. Also es spielt sich Bibliotherapie praktisch nur im angelsächsischen Raum ab. Ja. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es dann auch nach Deutschland. Ein Name, der da genannt werden muss, ist der von Viktor E. Frankl, der das Dritte Reich in einem Konzentrationslager zubringen musste und überlebte. Und der war im deutschsprachigen Raum sicher einer der, wenn nicht sogar der Psychiater schlechthin, der schon aufgrund seiner weit über die Grenzen seines eigenen Faches hinaus wirkenden Prominenz dazu beitrug, die Bibliotherapie nachhaltig zu fördern. 1975 hat er etwa zur Eröffnung der Buchwoche in Wien einen Festvortrag in der Wiener Hofburg gehalten, und der Titel seiner Ausführungen war das Buch als Therapeutikum. Und dort sagte er, das Buch vermag in existenziellen Krisen, von denen ja niemand recht verschont bleibt, einfach Wunder zu wirken. Das rechte Buch zur rechten Zeit hat viele Menschen vor dem Selbstmord bewahrt, sagt er. Und davon wissen wir Psychiater sehr wohl, ein Lied zu singen. In diesem Sinne leistet das Buch echte Lebenshilfe und Sterbehilfe. Und seither hat sich das sozusagen immer mehr professionalisiert. In den USA und Irland werden zahlreiche Ausbildungsprogramme angeboten, und seit einigen Jahren ist auch hierzulande eine Tendenz zu spüren, dass man diese wissenschaftlichen Ansätze in eine breitere Öffentlichkeit trägt. Genau. Ja, soviel zu den historischen Wurzeln.
Kannst du vielleicht den Zuhörern und Zusehern etwas erzählen, wie sie sich die literarische Apotheke jetzt in Regensburg vorstellen können? Also das Konzept, die Idee? Ja, also wir gehen mit verhältnismäßig überschaubaren Ressourcen an den Start. Wir wissen auch, dass wir nicht perfekt sind, aber wer ist schon perfekt? Aber wir beide, liebe Seppete, sind gemeinsam der Meinung, dass die dahinterstehende Idee, wir haben es ja kurz jetzt angerissen, groß ist. Wir wollen also hier allen Menschen einen Zugang bieten und keine elitären Barrieren errichten. Ein wenig halten wir es mit Samuel McCord Crothers, beziehungsweise seinem erfundenen Dr. Baxter. Er sagt über seine Büchersammlung, sie hätte keinen wissenschaftlichen Wert, einzig die Erfahrung zeige, dass diese Bücher helfen könnten. Und das hoffen wir auch. Wir wissen, dass das Lesen von Büchern bildet, zur seelischen Stabilität beiträgt und uns einfühlsamer macht. Aber wir hoffen, dass wir eben in diesem einzigartigen Zusammenwirken von psychologischer und bibliothekarischer Expertise Menschen konkret helfen können. Ja. Genau, weil es sind Sternschnuppenmomente, ja, in denen ein Buch uns zuzuflüstern scheint. Irgendwie so, schau, so ist es gemeint oder so. Und die berühren uns und die können lebensverändernd wirken. Und wir hoffen tatsächlich, dass davon reger Gebrauch gemacht wird, beziehungsweise es wird ja schon reger Gebrauch davon gemacht, es ist schon etabliert. Und hoffen aber, dass es weiterhin so bleibt. Ob uns das gelingen wird, steht in den Sternen. Aber wir wollen es versuchen und damit quasi einen Anfang setzen. Denn letztlich, auch das ist unser beider Meinung, ist es ehrenvoller, an etwas Großem zu scheitern, als etwas Kleines zu meistern. Ja, ganz richtig. Aber Details, gerade was die psychologische Grundierung des Angebots betrifft, werden wir jetzt im nächsten Teil unserer Ausführungen erfahren. Jetzt wechseln wir sozusagen die Rollen und ich stelle der Seppete die Fragen. Dazu haben wir auch eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich Ihnen jetzt hier einspiele. Nicht nur die Startfolie sozusagen. Entschuldigung, das war etwas zu schnell. Also, ja. Liebe Seppete, wie kommt es, dass du dich als Psychotherapeutin mit dem Thema Bücher helfen beschäftigst? Ja. Ja, du hast ja zu Anfang deine Ausführung Thomas Mann zitiert, nämlich Lesen, das ist die bewusste Beschäftigung mit der Menschenseele. Und das ist ja auch, was in der Psychotherapie passiert. Also zwar unter anderen Vorzeichen und mit anderen Zielen und anderen Mitteln, aber ja, das sogenannte Seelenleben des Menschen ist der Gegenstand einer Therapie und eben oft auch der Gegenstand eines Buches. Und deswegen verwundert es nicht, dass viele Psychotherapeuten, viele auch meiner Kollegen, sehr gerne lesen. Denn vieles von dem, was wir Menschen denken, empfinden und handeln, wird in der Kunst im Allgemeinen, aber in Texten im Besonderen sehr deutlich abgebildet. Aber das Besondere ist, es wird nicht nur abgebildet, sondern es gelingt einem literarischen Text weit mehr als nur die Vermittlung von Wörtern. Einen Text, der entsprechend komponiert ist, dem kann es gelingen, einen Raum zu schaffen. Einen Raum, in dem magische Lesemomente möglich sind und diese sind dann wirklich oft, das habe ich immer wieder erlebt, Ausgangspunkte für eine grundlegende Veränderung in einem Menschen, in Fühlen, Denken oder sogar Handeln. Mhm. Also Bücher und Wörter, erfahre ich wiederholt, können magisch wirken tatsächlich, mhm, und was verändern. Hast du ein Beispiel für einen solchen magischen Lesemoment aus der Praxis gegriffen? Ja, ja, also mein Lieblingsbeispiel ist das eine Patientin, mit der ich gemeinsam einen sehr magischen Moment erleben durfte. Dieser Moment hat mich ganz tief bewegt. Für mich war es auch ein Schlüsselerlebnis, weil es auch der Anstoß war für dieses Projekt Literarische Apotheke. Ich spreche von einer jungen Patientin. Vor 10 Jahren hat die Begegnung stattgefunden. Vor 10 Jahren habe ich damals als Psychotherapeutin im Bezirksklinikum gearbeitet. Eine Patientin kam, attraktiv und gebildet, und diese Frau war zufälliges Opfer einer Vergewaltigung. Und diese Frau litt infolgedessen an einer sogenannten posttraumatischen Belastungsreaktion. Eine posttraumatische Belastungsreaktion ist ein Syndrom, das gekennzeichnet ist dadurch, dass die Menschen immer wieder Flashbacks erleben, das heißt eine Art von lebhaftem Wiedererleben dieser traumatischen Szene. Also verstehen Sie mich richtig, nicht nur erinnern, sondern Menschen haben das Gefühl, mittendrin zu stecken. Wiederholt, dann ist es so, dass diese Menschen häufig ähnliche Situationen vermeiden, in denen es passiert ist. Es gibt eine ganz erhöhte Schreckhaftigkeit, die Menschen leiden unter Schlafproblemen. Und was auch ganz drastisch ist, diese Menschen
haben oft das Gefühl von Schuld und Scham. Sie hat ja auch das Gefühl, diese Patientin besudelt zu sein und sich nicht reinwaschen zu können. Und jetzt gibt es natürlich ganz klassische Behandlungsmethoden für eine posttraumatische Belastungsreaktion. Und gerade in ihrem Fall war das ganz erfolgsversprechend, weil diese Frau war, bevor ihr das passierte, eine sehr gesunde, stabile, junge Frau. Das ist schon mal ein ganz gutes Kriterium, damit sie das gut überstehen kann. Also wurde diese klassische Form der Psychotherapie angewandt bei ihr, die dieses traumatherapeutische angehen. Und tatsächlich, die Flashbacks vergingen, sie vermied keine Situationen mehr, die Schreckhaftigkeit ging vorüber, das Schlaf besserte sich. Aber es gab eine Besonderheit, und zwar, was sie nicht sozusagen vermeiden konnte, war das Gefühl, schuld gewesen zu sein an dieser Vergewaltigung. Sie hat sich auch weiterhin ganz stark geschämt dafür, also Scham, und sich beschmutzt gefühlt. Und diesbezüglich sind wir in der Therapie ein Stückchen weit auf der Stelle getreten. Und als uns dann die Worte ausgingen, kamen die Worte zu uns. Und zwar in Form eines Zufallsfundes. Ich habe zu Hause in einem alten Lyrikband geblättert, einem Band mit fernöstlichen Gedichten. Und zufällig habe ich dieses Gedicht gefunden. Ein Gedicht über eine Vergewaltigung eines Mannes. Der Autor muss, glaube ich, ein Inder gewesen sein. Und der Band war von 1865, also wirklich etwas Altes und Historisches. Und dieses Gedicht hat mich stark berührt und ich hatte sofort meine Patientin im Kopf. Und aus einem Impuls heraus habe ich dieses Gedicht kopiert und ihr dann mitgenommen. Und dieses Gedicht würde ich gern dir, aber auch Ihnen, liebe Zuhörer, zumuten, um dann genau darauf einzugehen. Sie sehen es hier auf der Präsentation, ich lese es aber auch vor. Der Rubin. Betrübe dich nicht, du stolzer Rubin, dass ein Affe dich gierig berochen, ringsum beleckt und mit Geifer bespien und gern dich hätte zerbrochen. Er packte und drückte und quetschte dich mit seinen schrecklichen Krallen und kaute an dir und ärgerte sich. Sein äffischer Zorn kam ins Wallen, weil kein Saft aus dir zu erpressen war. So warf er dich nieder zur Erde gar, es musste dein Glück, du Edler sein, dass der Narr es hat unterlassen, dich zu zermalmen mit einem Stein, dein inneres Wesen zu fassen. Dieses Gedicht habe ich ihr also mitgebracht und die erste unmittelbare Wirkung der Patientin war ein extrem betroffenes Schweigen. Und ich habe schon Angst bekommen. Ich hatte Sorge, sie zurückgeworfen zu haben in ihrer Entwicklung. Die Stunde ging vorüber und ich war unsicher. Und in der Woche bis zur folgenden Stunde war ich immer sehr unruhig. In der Folgestunde kam sie und als ich sie sah und sie setzte sich auf den Stuhl, wirkte sie tatsächlich verändert. Sie wirkte ruhiger und gefasster und war sehr ernst. Sie sagte, wissen Sie, da oben im Kopf war mir immer klar, ich bin nicht schuld und ich muss mich nicht schämen und er kann mich auch gar nicht beschmutzen. Aber das war nur im Kopf, im Herzen habe ich es nicht gespürt. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich mich schämen muss und beschmutzt bin. Und irgendwie hat es dieses Gedicht geschafft, ganz langsam und unaufgeregt, eine Brücke zwischen meinem Herzen und meinem Kopf zu schaffen. Und irgendwie glaube ich, und spüre ich, ich bin nicht schuld und ich bin nicht beschmutzt und ich muss mich überhaupt nicht schämen. Es war ein Moment, der mich zutiefst ergriffen hat. Wir sind beide schweigend da gesessen und diese Wirkung war da. Die war unmittelbar da. Ja. Das ist wirklich beeindruckend. Was genau ist da passiert? Auf welche Weise hat dieses Gedicht den Weg zu ihr gefunden und ihren Zustand ja wirklich merklich verbessert? Ja. Ja, die Frage haben wir uns dann später haben wir uns die Frage auch gestellt. Also erst war es uns egal, woher die Wirkung kommt. Wir waren einfach nur froh, dass sie da war. Aber später, als sie sich stabilisiert hatte, haben wir uns das Gedicht nochmal zur Brust genommen und haben da genau raufgeguckt. Es waren insgesamt 4 Punkte, die die Frau beeindruckt haben. Nummer 1. Sie hat gesagt, dass sie diese Ästhetik und Reinheit des Bildes eines roten Rubins zutiefst beeindruckt hat. Sie hat gesagt, ja, ich bin ein stolzer Rubin. Ich bin ein stolzer Rubin. Ich bin edel, du Edler. Es ist mein inneres Wesen,
ein stolzer Rubin zu sein. Und es kann mich nichts kaputt machen. Also das Bild in diesem Gedicht, die Reinheit und Schönheit des Rubins, hat sie auf sich bezogen. Es hat gewirkt für sie. Nummer eins also. Nummer zwei. Es hat den Täter relativiert, dieses Gedicht zu lesen. Da steht, dass ein Affe dich gierig berochen, dass ein äffischer Zorn ins Wallen kam, dass dieser Narr da war. Das heißt, alles das beschreibt den Täter. Und er hat, indem er durch das Gedicht relativiert wurde, mit diesen schönen Worten, in diesem Rhythmus, konnte sie seine Allmacht zur Seite schieben. Nummer drei, die Quellenangabe. Wenn wir gucken, es ist Indisch, Sanskrit von 1865. Das heißt, ihr wurde klar, mein Gott, was mir passiert ist, und es wurde ihr ganz deutlich klar, es ist schon Menschen passiert vor meiner Zeit, wahrscheinlich seit Anbeginn der Menschheit. Das ist was Universales. Und diese Universalität des Leidens wurde ihr bewusst. Und das hat es wiederum geschafft, ihr eigenes Leiden in einen Kontext, einen historischen Kontext zu stellen. Und das hat ihr auch geholfen. Und es gab noch einen vierten Punkt. Bernhard, du weißt ihn ja. Da war ich überrascht. Also alle, die zuhören, vielleicht gucken Sie mal kurz. Ich gebe Ihnen mal ein paar Sekunden Zeit. Was noch könnte es gewesen sein, was geholfen hat? Der vierte Punkt. Irgendetwas, was eine Empörung bei ihr hervorgerufen hat. Keine Zustimmung, sondern eine echte Empörung. Okay. Ja, also leider können wir nicht kommunizieren. Ich sehe auch nichts, ob es möglich wäre, aber ich sage es Ihnen einfach. Sie war empört und zwar, weil es hier steht, es musste dein Glück, du Edler, sein. Dein Glück. Und da hat sie ganz stark aufgebläht und gesagt, nein, nein, das war überhaupt nicht mein Glück. Ich habe mich gewehrt, ich habe getan, ich habe meine ganzen Tricks eingesetzt. Ich bin diesem Affen entkommen. Aber es war kein Glück, das war ich selber. Und das ist ein wunderschönes Beispiel. Da kam ein heiliger Zorn. Ich bin kein Opfer. Und daran sieht man, dass Literatur nicht nur mit Identifikation arbeitet. Es muss immer nicht immer eins zu eins passen, sondern es funktioniert auch mit Desidentifikation. Und dadurch werden die eigenen Ränder schärfer. Man kann sich abgrenzen oder eben sich zuordnen. Ah, also wirklich eindrucksvoll. Das erinnert mich ein bisschen an das Zitat, was ich vorhin schon gebracht habe, das von Kafka, das Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Mhm. Wodurch gelingt es denn dieser Axt in dem schönen Bild von Kafka, das gefrorene Meer in uns zu zerschmettern? Ja, genau. Ja, also die Worte können tatsächlich das gefrorene Meer in uns zum Fließen bringen, und zwar auf wirklich verschiedene Weisen. Da gibt es auch Forschung dazu. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich damit. Wie kann Lesen einen Menschen verändern und beeinflussen? Und es gibt verschiedene Funktionen und es sind zahlreiche und jetzt in diesem Vortrag würde ich gerne sechs davon nennen. Wen es interessiert, kann sich gerne an uns wenden, aber sechs davon müssen für den Vortrag reichen, sonst wird es zu viel. Die erste Funktion ist die Mediatorfunktion. Also ein Text kann vermitteln. Es kann vermitteln, dass ich dem Schrecken wirklich ins Auge blicken kann. Um das zu erklären, würde ich gerne mal einen Schritt zurückgehen und erzählen, wie Menschen auf große Not reagieren. Wenn Menschen in eine große seelische Notsituation geraten, dann springt ihnen in der Regel ein mächtiges psychisches Instrument zur Seite. Das ist uns allen gegeben, das ist die Abwehr. Ein Bollwerk gegen Angst und Leid, ein inneres Bollwerk. Dieses Bollwerk, die Abwehr von dem, was uns Angst macht, schützt uns vor Überflutung und stellt sicher, dass wir handlungsfähig bleiben. Also ein echter evolutionärer Vorteil. Das hat jeder Mensch. Und ist auch eine gesunde Abwehr. Das heißt, anstatt uns mit der inneren Not zu beschäftigen, davon überflutet zu werden, lenken wir uns ab zum Beispiel. Oder wir produzieren Kunst, wir gestalten Projekte, wir schieben die Schuld auf andere, Verschiebung nennt sich das, verleugnen, wir intellektualisieren. Das sind jetzt nur einige von vielen Abwehrmechanismen, die Sigmund Freud und Anna Freud formuliert haben. Aber wie immer gibt es auch eine Kehrseite. Also eigentlich schützt uns dieses Bollwerk. Aber manchmal springt dieses Bollwerk auch an, wenn wir uns eigentlich um unser seelisches Leid kümmern sollten. Zum Beispiel, wenn ein Alkoholiker nicht wahrhaben will, dass er süchtig ist. Das ist dann eine ungesunde Form von Abwehr und das Meer in uns gefriert. Und jetzt komme ich zu der Funktion, zu dieser Mediatorfunktion. Ein Text kann zwischen einem Menschen und seinem Problem
dem er auf ungesunde Art und Weise, dass er abwehrt und es ihm ängstigt, vermitteln. Also zum Beispiel Alkoholiker und Sucht. Der Text kann vermitteln zwischen dem Alkoholiker und seiner Sucht, indem er zum Beispiel das, was dem Alkoholiker Angst macht, außerhalb des Menschen legt, in einen Text hineinlegt. Der Alkoholiker, der Mensch, der Probleme hat, der kann sozusagen aus der Distanz beobachten, was in seinem Inneren Schrecken verbreitet. Aber aus der Distanz ist es leichter. Und da kann er sich auch langsam annähern. Ich habe hier ein Beispiel mitgenommen von Manfred, einem Alkoholiker. Das ist ein Zitat aus dem Buch Lesen ist wie Wasser in der Wüste. Dieser Mann ist in einem Krankenhaus wegen eines Delirs, eines Entzugs. Und in diesem Buch schreibt er, an diesen Tag im Krankenhaus zurückblickend, glaube ich, dass kaum ein noch so guter therapeutischer Kunstgriff mit der Wirkung dieses Buches vergleichbaren Anstoß hätte geben können. Dieser Augenblick einer ersten Aussöhnung mit mir selbst hat sich in der Zurückgezogenheit des Krankenzimmers vollzogen. Dabei war die unaufdringliche Neutralität des Buches ein wichtiges Medium, weil es in aller Stille erlaubte, mir selbst gegenübertreten zu können, ohne meinen Rest von Selbstachtung und Würde aufgeben zu müssen. Also die Mediatorfunktion heißt, ein Text kann zwischen einem Menschen und seinem Leid vermitteln, sodass die beiden gewissermaßen ins Gespräch kommen. Ja, genau. Also ich, mein Problem wird vom Text übersetzt und ich kann es verstehen und ich kann es sehen. Genau. Ja, es gibt eine weitere Funktion, die Übersetzerfunktion, ist ähnlich, nur ein bisschen anders gelagert. Und diese Funktion, Übersetzung, lässt sich gut anhand des Romans Ungeduld des Herzens von Zweig, Stefan Zweig, illustrieren. In diesem Roman spricht Stefan Zweig, oder sie spielt in der K&K-Monarchie, der Roman spielt in der K&K-Monarchie, ein junger Leutnant lernt die junge Tochter eines einflussreichen Magnaten kennen. Diese Frau ist gelähmt und schwach und der Leutnant hat Mitleid mit ihr. Er lässt sich auf sie ein, jedoch aus Gründen des Mitleids. Und auch andere, aber Mitleid steht im Vordergrund. Und zwar er lässt sich auf sie ein, ohne sie zu lieben. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Ich nenne dieses Beispiel, weil ich sozusagen die Funktion des Übersetzens hier gerne konkretisieren würde. Was wir Menschen vage irgendwie empfinden, kann in einem Text konkret werden. Oder was wir vielleicht nur fühlen, kann in den Verstand übergehen. Oder was wir verstehen, kann ins Gefühl übergehen. Das heißt, ein Text kann eine Übersetzerfunktion annehmen. Vielleicht schauen wir uns mal das Zitat an. Das ist ein Zitat aus dem Roman von Stefan Zweig, Ungeduld des Herzens, in dem er das Mitleid nochmal fokussiert und beschreibt. Es gibt eben zweierlei Mitleid. Das eine, das Schwachmütige und Sentimentale, das eigentlich nur Ungeduld des Herzens ist, sich möglichst schnell frei zu machen von der peinlichen Ergriffenheit vor einem fremden Unglück. Jenes Mitleid, das gar nicht Mitleiden ist, sondern nur instinktive Abwehr des fremden Leides von der eigenen Seele. Und das andere, das einzig zählt, das unsentimentale, aber schöpferische Mitleid, das weiß, was es will und entschlossen ist, geduldig und mitduldend alles durchzustehen bis zum Letzten seiner Kraft und noch über dies Letzte hinaus. Ja, es heißt, wenn ein Mensch dazu neigt, aus Mitleid schnell eine Zusage zu machen und immer wieder in Probleme gerät dadurch, weil er seine eigenen Grenzen überschreitet zum Beispiel, dann ist dieser Text, dieser Roman ein gutes Mittel dagegen, sich bewusst zu werden, welche Teufel ihn reiten sozusagen, weil allein die Begriffe, das Schwachmütige und das Schöpferische Mitleid, diese Unterscheidung, hilft uns in unserem Inneren eine Unterscheidung zu treffen und unsere eigenen Impulse besser zu verstehen. Also mit der Übersetzerfunktion ist also gemeint, dass ich mich selber, also meine vagen und unverstandenen Regungen besser verstehen lerne. Denn im Buch werden sie eben deutlich gemacht, wie wir gerade gesehen haben, und benannt. Auf diese Weise erkenne ich sie dann besser, wenn sie in mir auftauchen, oder? Genau, also die unbewussten Regungen, die wir haben, die spielen ja eine Rolle. Also die sind die Grundlage für unsere Entscheidungen. Und wenn wir nicht wissen, welche Regungen das sind, wenn wir sie nur fühlen, aber nicht verstehen, dann ist es so, als würden wir unser Spiel des Lebens spielen mit einem Satz von Karten,
die wir aber nicht kennen. Und Bücher und Literatur helfen uns dabei zu verstehen, welche Karten wir in der Hand halten, welches Spiel wir eigentlich spielen. Und das ist natürlich Freiheit. Und das ist ein bewusster Prozess im Leben, wenn wir das können. Ja, ich würde gerne die nächste Funktion vorstellen. Das ist die Spiegelfunktion. Sich selbst beobachten und erkennen. Wenn man das Glück hat, Bernhard, einen wirklich guten Freund zu haben, dann ist es so, dass dieser Freund einem bei Bedarf auch mal den Spiegel vorhält. Und das ist nicht immer schmeichelhaft. Das wissen wir wahrscheinlich alle. Und dennoch ist so ein Spiegelbild manchmal sehr heilsam. Und auch Literatur kann das. Ich habe hier ein Gedicht dabei, das einem Menschen unterstützen könnte, einem Menschen, der vielleicht dazu neigt, sich selbst zu isolieren, sich einzuschränken, sich ja, Situationen zu vermeiden, sich zurückzustellen. Also jemand, der sich zurückzieht, aber eigentlich eine große Kraft in sich trägt, aber diese Kraft nicht zur Wirkung bringen kann, zum Beispiel aus einer Depression heraus oder aus Rücksicht heraus. Und dieses Gedicht hilft diesen Menschen oft, einen Spiegel zu haben, einen Spiegel, der ihnen hilft, sich selbst zu erkennen, mit anderen Worten. Es ist ein bekanntes Gedicht. Ich denke, die meisten von Ihnen werden es kennen. Es ist Der Panther von Rainer Maria Rilke. Und bitte behalten Sie im Hinterkopf einen Menschen, der sich selber einschließt, der nicht raus will, der Angst hat, aber eigentlich Kraft hätte und eigentlich gerne diese Kraft einsetzen würde, aber es hält ihm etwas davon ab in seinem Inneren. Bitte behalten Sie immer dieses Bild vor Augen eines solchen Menschen, der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starke Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Wir sehen, dieses Gedicht zeigt einen Panther mit viel Kraft, aber hinter Gittern. Und ich denke, dass wir alle mehr oder weniger immer wieder mal solche Situationen kennen. Ich vermute, jeder Mensch kennt sowas. Und es gibt Menschen, die diese Situation als Dauerzustand erleben. Und so ein Gedicht kann ein Spiegel sein und es kann einen heiligen Zorn hervorrufen. Dieser Mensch kann sein ganzes Elend in diesem Gedicht sehen, heißt aber noch nicht, dass es wirklich verändern kann, natürlich. Ne? Aber es kann sein, dass die Motivation wächst, es zu verändern, weil es ein so kraftvolles Bild ist mit diesem Panther. Also nur weil man sein ganzes Elend sehen kann, heißt es aber auch noch lange nicht, dass man es dann auch gleich verändern kann, oder? Genau, richtig. Also und das ist ja auch etwas, was wir alle kennen. Vieles verstehen wir, vieles kapieren wir, was uns angeht, aber die Veränderung ist natürlich der nächste Schritt. Und dann kommt schon die nächste Funktion mit ins Spiel, wenn es um Veränderung geht, nämlich die Modellfunktion. Was bedeutet Modellfunktion? Man lernt von Vorbildern. Das heißt, wie können wir Gitterstäbe überwinden? Wie kann ein Buch dazu helfen, dass wir das schaffen können, dass wir in Krisenzeiten uns besser orientieren können, und zwar konkret. Denn neue Umstände sagen häufig auch, dass die Wertestrategie nicht hilfreich sind. Da gibt es ein sehr schönes Buch, das ich Ihnen gerne vorstellen würde, wenn es um Modellfunktion geht. Vielleicht für wen könnte dieses Buch sein, das ich Ihnen vorstellen möchte? Vielleicht für Menschen, die einsam sind, vielleicht Menschen, die alt sind und die das Gefühl haben, diesem einsamen Alter hilflos ausgeliefert zu sein. Da gibt es ein wunderschönes Buch, da gibt es auch eine Folie dazu. Und zwar heißt das Buch Unsere Seelen bei Nacht. Inhaltlich geht es darum, Holt, eine Kleinstadt in Colorado. Und es gibt eine ältere Dame, eine Witwe von 70 Jahren, die sich schlichtweg immer einsam fühlt. Sie hat Kinder großgezogen, sie hatte ihren Mann, der ist verstorben. Sie ist 70, eigentlich noch lebendig, aber eigentlich sehr, sehr einsam. Und irgendwann fasste sich ein Herz und sie erinnert sich daran, dass unweit von ihr die Straße runter ein Witwer wohnt, der ebenfalls eben alleine ist, ebenfalls Kinder großgezogen hat. Und sie denkt sich, vielleicht geht es ihm ja ähnlich. Und dann überwindet sie eine Angst, klingelt bei ihm, bei ihrem Nachbarn, den Louis, und macht ihm einen ungewöhnlichen Vorschlag. Sie sagt, ob er nicht ab und zu bei ihr übernachten möchte. Louis ist zunächst
ganz irritiert, aber er lässt sich darauf ein und es beginnt ein liebenswertes und unschuldiges Abenteuer, das das Leben der beiden inspiriert und verändert, aber sie auch wirklich vor Veränderungen stellt. Ein Vorbild kann konkret handeln, es kann aber auch in der Haltung ein Vorbild sein. Konkret würde es heißen, ein Mensch, der einsam und alt ist, geh voran, sei mutig, tu etwas. Das ist so schön beschrieben in dem Buch. Und ich habe eine ältere Dame in Therapie, die sich davon sehr inspirieren hat lassen. Ein Vorbild in der Haltung, etwas abstrakter, könnte bedeuten, Mensch, du bist nicht frei von deinen Umständen. Du bist allein erst einmal und du bist alt. Ja, du bist alt. Du bist nicht frei davon, aber du bist frei, innerhalb der Umstände eine Veränderung einzuleiten. Und diese Haltung wird in diesem Buch wunderbar sichtbar. Ein sehr, sehr schönes Buch und ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Bücher eben auch und Lesen Modellfunktion haben kann. Ja, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen, aber wie schade, dass man liest so viel, aber dass man erinnert sich an so viele Botschaften nicht, sonst könnte man sich ja ein ganzes Arsenal aneignen und hätte für alle Lebenssituationen den richtigen Pfeil sozusagen im Köcher. Echt, geht's dir so? Entschuldigung. Ja, genau. Mir geht's also Bernhard, ganz genau. Und das ist auch kein Einzelfall. Also alle Menschen, die gerne lesen, sprechen davon, dass sie sozusagen, ja, eigentlich immer wieder vergessen, also ist so eine Art Amnesie des Lesens. Und da gibt es aber auch einen Ausweg, nämlich wie bei Medikamenten, die es auch als Depot gibt, die Depotfunktion haben, kann man auch tatsächlich beim Lesen eine Form von Depotfunktion ja, schaffen, kann sie fördern. Und das ist auch die nächste Funktion, die Depotförderung. Funktion heißt, man trägt die Schätze, die man gelesen hat, im Herzen und zwar in einer Art und Weise, die uns hilft, darauf schnell zurückzugreifen. So, wie meine ich das? Literatur ist eine Quelle für Erkenntnis, die wir in unserem Depot aufbewahren und bei Bedarf zum Einsatz bringen können. Und es geht nicht immer, wie du sagst, und nicht automatisch, aber es gibt die Möglichkeit, dass wir jedem Buch sozusagen die Essenz herausholen und dann bei Bedarf die Essenz zum Leben erwecken, wie einen Instant-Kaffee, den du bei Bedarf aufbrühen kannst. Das geht nicht automatisch, das ist ein bisschen Arbeit. Mhm. Aber vielleicht erinnerst du dich an den roten Rubin von vorhin gerade. Mhm. Genau der. Ja. Die Patientin muss sich nicht an das ganze Gedicht erinnern, wenn sie Lust hat oder wenn sie braucht, wenn sie das Gefühl von Sauberkeit braucht oder von Reinsein oder von Kraft braucht. Sie hat sich nur ein Bild gemerkt. Sie hat sich einfach diesen roten Rubin visualisiert. Und wann immer sie ihn braucht, holt sie sich diesen roten Rubin und dieser ganze Bedeutungsumfang des Gedichtes wird automatisch in ihr freigelegt. Mhm. Ein weiteres Beispiel hier. Der Panther. Der Mensch, also es gibt, ich habe das Gedicht gewählt, weil es einen Patienten gab, der bei mir in Behandlung war und der eben in der Situation war, wirklich in seinen eigenen Gitterstäben festgesteckt zu sein. Wenn er merkt, er kommt wieder in die Situation, er hat Kraft, kommt aber nicht raus, hat er sofort das Bild, nur das Bild eines Panthers im Kopf. Und dieses Bild hilft ihm dann, den Sprung zu schaffen, seinen Gitterstab beiseite zu legen. Also das ist auch eine Form von Depot natürlich. Ne? Ein weiteres Beispiel. Auch da ist eine Patientin, die für mich sehr lehrreich war. Sie sagt immer, wenn sie in diese Falle reintappt, aus Mitleid irgendwo Ja zu sagen, sich nicht abgrenzen zu können, sagt sie, ach ja, die Ungeduld meines Herzens. Und dieses ach ja, die Ungeduld meines Herzens führt dazu, dass es sich erinnert, dass es verschiedene Formen von Mitgefühl gibt und dass es die richtige Form von Mitgefühl sein soll, wenn sie helfen möchte. Das sind alles Beispiele. Wenn wir ein Buch lesen, geht es darum, die Essenz für sich selber herauszuarbeiten. Ein Bild, ein Satz, ein Zitat reicht und man hat alles wieder zurück. Und so verstehe ich übrigens auch ein wunderschönes Zitat von Walt Disney. Vielleicht könnten wir das mal kurz sehen. Er sagt nämlich genau zu dieser Funktion, es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel. Und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen. Aber man muss in sich arbeiten, indem man sich bewusst ein Bild oder einen Satz oder ein Zitat schafft. Ne? Mhm. Kannst du unser Beispiel dafür nennen, der die Veränderung beim Leser bis in seinen Alltag hineinreicht und nicht nur im Körper oder im Gefühl stecken bleibt? Ja. Du sprichst das an, was ganz wichtig ist, natürlich. Also oft reicht es zwar, dass die Veränderung in unserer Einstellung stattfindet, weil es so oft die Dinge sind, oder es sind nicht die Dinge, die uns belasten, sondern oft unsere Einstellung zu den Dingen. Zum Beispiel, manchmal
leiden Menschen daran nicht, also, oder leiden Menschen nicht daran, dass sie an sich auch mal scheitern, sondern sie denken sich oder sie leiden daran, dass sie denken, man darf nicht scheitern oder man muss immer erfolgreich sein. Das heißt, in diesen Fällen, wo sozusagen die Haltung eine ist, die nicht gut tut, reicht es, eine Haltung zu verändern. Aber manchmal muss auch ganz pragmatisch im Leben direkt etwas verändert werden, nicht nur die Haltung. Und ich als Pragmatikerin liebe auch diese Funktion, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme. Und da habe ich ein wunderschönes Beispiel einer Patientin, einer älteren Dame, die Mobilisierungsfunktion, das ist die nächste Funktion nämlich, also nämlich den nächsten Schritt wagen, sehr gut illustriert. Was meint das? Das meint, selbst wenn ich den Schrecken ins Auge blicke, wenn ich das Namenlose benenne, wenn ich mich beobachte und erkenne, wenn ich von Vorbildern lerne, wenn ich Schätze im Herzen trage und wenn ich den nächsten Schritt wagen möchte, ich muss es aber auch tun. Ich muss diesen Schritt gehen. Und manchmal fehlt uns die Sehnsucht, weil wir depressiv verhangen sind und manchmal der Mut, weil wir angstvoll verstellt sind. Und manchmal hilft auch hier die Literatur. Und das Beispiel hierfür ist eine sehr nette Dame, die auch in Therapie war. Eine alte Dame, die ihren Mann verloren hatte und in Trauer war. Die Trauerzeit ging vorüber und sie war wieder einsam. Also auch dieses alte Thema, das wir gerade eben schon hatten, Witwe und einsam. Und diese Dame kam zu mir, weil ihr von einem Arzt psychosomatische Beschwerden attestiert worden waren. Und diese Frau, ja, wie soll ich sagen, ich beobachtete sie, sie war einsam und traurig. Und was sie gemacht hat, das war ihr eigener Schritt, das hat sie irgendwann gemacht. Sie war eine ganz, ganz schlichte Frau, ganz eine einfache Frau, keine hohe Bildung, aber ein großes Herz. Und sie hat sich so gesehnt nach einer Partnerschaft eigentlich wieder, weil die Trauerzeit war vorüber, sie war offen, aber sie hat sich geschämt, was werden die Leute sagen? Und sie hat sich gedacht, ich finde ja auch niemanden, ich bin ja nicht mehr die Jüngste, ich bin nicht mehr die Schönste. Aber es war eine gewisse Sehnsucht da. Und was sie gemacht hat, war, sie ging irgendwann mal in die Bahnhofsbücherei, nicht Bibliothek, Bahnhofsbuchhandlung, Entschuldigung, genau, und hat sich dort so eine Schmonzette geholt, also diese kleinen Hefte, diese Liebesschmonzetten, und hat darin Liebesgeschichten gelesen. Und diese Liebesgeschichten haben sie so ins Herz hinein berührt, dass sie eine solche Sehnsucht entwickelt hat nach einem Partner, sodass sie plötzlich die Kraft hatte, aus der Lektüre heraus, sich ein Herz zu fassen, zu sagen, ich abonniere jetzt, ich will einen Partner, hat dann in der NZ abonniert und hat tatsächlich, und ich erfinde diese Geschichte wirklich nicht, es war so, hat tatsächlich einen Partner kennengelernt, einen älteren Herrn, der auch einsam war. Aber wirklich, also die Grundlage ihres Mutes war nicht die Therapie, ganz bestimmt nicht, sondern die Grundlage war diese Liebesschmonzette. Das heißt, ja, tun. Inspirierte Pragmatismus, indem ich Bücher lese. Das klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Also buchstäblich jedes Buch kann helfen, also auch die Schmonzette aus der Bahnhofsbuchhandlung. Wie wählst du denn ein Buch aus, wenn du danach gefragt wirst? Also es ist gar nicht so einfach. Also diese Geschichte mit der Witwe liefert ja schon einen Teil der Antwort. Was ist ein gutes Buch, ist eigentlich die Frage, die du stellst, richtig? Was ist ein gutes Buch? Genau. Literaturkritiker sagen, es braucht literaturästhetische Kriterien, es braucht eine gewisse Komplexität. Und das verstehe ich natürlich aus literaturästhetischer Sicht, aber aus bibliotherapeutischer Sicht ist dieses Kriterium unerheblich. Das sehen wir an dieser Frau, an dieser Witwe, ihr hat ein Groschenroman geholfen. Und ich denke, das hat keinen literaturästhetischen Kriterien genügt und es war auch nicht komplex, es war eine Liebesschmonzette. Es gibt auch Menschen, die sagen, ein Buch muss erbaulich sein und hoffnungsfroh und es muss positiv spirituell sein, einen Ausweg bieten. Aber wenn wir uns den Rubin anschauen, das Gedicht von vorhin, oder den Panther, das ist weder erbaulich noch hoffnungsfroh, im Gegenteil. Es kann nämlich heilsam sein, sich in seinem ganzen Elend und Sumpf zu sehen, zu erschrecken und rauszuwollen. Das heißt, eigentlich gibt es keine, im bibliotherapeutischen Sinne, gibt es keine klar definierten, konkreten Kriterien, wann ein Buch gut ist. Also ich glaube, wir beide plädieren dafür, dass das Buch gut ist, das den Menschen entwickelt. Das hat er gesagt, also hat auch gesagt der Georg Brandes, ein dänischer Dichter. Das heißt, wir plädieren dafür, ich glaube, da spreche ich auch für dich mit, ja, auf jeden Fall, dass wir unsere gängigen Kriterien, was ein gutes Buch ist, überdenken müssen, dass wir ohne Dünkel und ohne auf einem hohen Ross zu sitzen, radikal akzeptieren, dass ein gutes Buch, das ist, das uns alle dort abholt, wo wir sind.
Also gut, ist das Buch, das mich entwickelt, haben wir festgehalten. Ja. Wer kenne ich denn, wo der Leser sich denn befindet oder der Hilfe braucht und welches Buch ihn, dem Menschen, der Hilfe braucht, am besten entwickelt? Ja. Ja, Bernhard, ich hätte am liebsten einen Scanner, würde den Menschen gerne kurz abscannen und der Scanner würde mir dann irgendwie einen Titel rausspucken, tut aber nicht. Ich finde, es ist ehrlich gar nicht leicht und es gelingt auch nicht immer und auch gar nicht so oft. Ideal wäre es, dass ein Buch dem Menschen in 4 Punkten entsprechen sollte. Zum einen geht es um die Person, also Persönlichkeit und die Situation des Menschen. Also zum Beispiel, wie alt ist jemand? Ich denke, dass ein junger Mensch nicht von einem Buch profitiert, in dem der Protagonist viel, viel älter ist als er. Unter bestimmten Fragestellungen vielleicht schon, aber in der Regel nicht. Nummer 1, also die Person. Was für eine Person habe ich vor mir? Dann die Lesegewohnheit. Das heißt, liest jemand gerne Klassiker oder moderne Bücher? Mag er Comic? Mag er Gedichte? Also auch die Lesegewohnheit ist ein Aspekt, den man mit einbeziehen muss bei der Wahl des Buches. Dann ist die Frage, welchen Konflikt lebt jemand? Welches Anliegen hat er auch? Hat er zum Beispiel soziale Ängste? Hat er Angst vor dem Altern? Hat er Angst oder Sorge vor Einsamkeit? Auch das muss in irgendeiner Form, nicht konkret, aber es muss in irgendeiner Form adressiert werden. Und dann ist auch ganz wichtig und fast das Wichtigste, glaube ich, tatsächlich, in welcher Entwicklungsphase eines Konfliktes steckt ein Mensch? Ist er in einer Phase, in der er noch abwehrt und noch gar nicht sieht, dass er überhaupt ein Problem hat? Dann ist es gut, einen Text zu wählen, der erstmal zum Beispiel die Spiegelfunktion hat. Also, dass er erstmal sieht, wo stecke ich denn eigentlich tatsächlich? Also etwas Erschreckendes, Aufrüttelndes. Wenn ein Mensch den Mut braucht, also schon erkannt hat, wie es ihm geht, aber den Mut braucht, dann ist ein Buch gut, das ermuntert tatsächlich, vielleicht durch Vorbild auch lehrt. Das heißt, es hängt ganz stark von der Phase ab, in der jemand steckt. Puh, das ist ja alles ganz schön komplex, oder? Ja, genau. Und daher auch nur ein Ideal, an dem wir uns ja ausrichten. Wir versuchen es. Manchmal passiert es, manchmal nicht, manchmal auch nur zufällig. Es gibt von Wilhelm Salber, das ist ein Psychologe, der bereits verstorben ist, ein schönes Zitat und ein Begriff, das heißt Konstruktionserfahrung. Und das fasst vielleicht zusammen, was wir mit der Kunst meinen, wenn sie uns hilft. Ich lese es langsam vor, weil es komplex ist, auch dieses Zitat, aber es ist ein schönes Zitat. Er sagt, Ausgangspunkt für eine bewusste Selbsterfahrung im Sinne des Phänomens, dass das Erleben von Kunst zu einer unmittelbaren und ganzheitlich komplexen Einsicht über das Funktionieren der eigenen Natur und Seele beitragen kann, das ist die Konstruktionserfahrung. Und die kann uns passieren, indem wir ein Bild betrachten, aber besonders auch, wenn wir ein Buch lesen. Also eine Form von unmittelbarem, ganzheitlich komplexen Einsehen in unsere eigene Seele. Das ist wunderschön, oder? Das ist wunderschön, ja. Genau. Wie steht es denn mit Nebenwirkungen und vielleicht auch dem missbräuchlichen Gebrauch von Büchern? Ja, jetzt können wir mal die Kirche im Dorf lassen. Wir handeln ja nicht mit Waffen. Aber ja, doch, Wörter sind tatsächlich sehr kraftvoll. Hast schon recht, also gebe ich dir recht. Ja, Nebenwirkungen gibt es in der Tat. Und zwar erlebe ich auch immer wieder, es gibt eine Art des Lesens, eine beinahe rauschhafte Manie des Lesens, und zwar mit dem Zweck, das Leben zu vermeiden. Also es gibt Menschen, die lesen nicht, um zu leben, sondern sie lesen, um das Leben zu vermeiden. Und warum das? Weil es manchen Menschen aus oft völlig nachvollziehbaren Gründen passiert, dass sie das Leben als feindlich, gefährlich und riskant erleben. Und das Lesen ihnen zumindest die Illusion vermittelt, doch mittendrin zu sein. Dennoch, wenn das Leben als Ersatz für das Leben gesehen wird, bleibt das Leben leer. Und in dem Fall schützen sich die Menschen davor, heilsame Erfahrungen zu machen. Und zwar nicht in Büchern, sondern da draußen im Leben. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Angelus Silesius. Und zwar schreibt ihr Freund, es ist auch genug. Im Fall du mehr willst lesen, so geh und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen. Das heißt, werde lebendig. Bücher müssen ins Leben führen und nicht ins Nichts. Ja, das war jetzt sehr eindrucksvoll. Zum Abschluss gibt es ein Buch, das dir persönlich geholfen hat, liebe Seppide. Oh, okay. Jetzt erwischst du mich. Also, pass auf. Normalerweise, wenn mir diese Frage gestellt wird, zitiere ich David Thoreau. Ich glaube, so spricht man den aus, einen englischen Autoren, der sagt, und er spricht mich persönlich zutiefst an, also ist meine Wahrheit sozusagen. Er sagt, lest nicht die Zeiten,
lest die Ewigkeiten. Also was mich immer zutiefst berührt, sind Bücher, die ganz existenzielle Themen ansprechen. Bücher, die sich so diesen großen Fragen der menschlichen Existenz widmen, weil ich das Gefühl habe, dass dann meine kleinen Alltagssorgen oder auch die größeren Sorgen in einen existenziell menschlichen Kontext gestellt werden. Also Universalität des Leidens ein Stückchen weit. Und das hilft mir sehr gut, mit Problemen umzugehen, mit meinen Problemen, aber auch mit denen meiner Patienten. Sehr gern gelesen habe ich also Sprach Zarathustra zum Beispiel. Vielleicht auch, weil ich auch ein spiritueller Mensch bin. Ich würde gern mal, beantwortet ist deine Frage? Ja, danke, gut, vielen Dank. Roland, bist du da? Natürlich bin ich da. Roland, ich überrasche dich jetzt. Ich würde von dir gern wissen, gibt es ein Buch, das dich beim Leben unterstützt hat? Ja, das hört sich jetzt natürlich als Theologe so klassisch an, gell? Aber gerade das Zitat, das du am Schluss gebracht hast, führt mich natürlich wieder total hin zur Bibel. Also wenn wir zum Beispiel auf das älteste Evangelium schauen, das wir in der Bibel haben, also das Markus-Evangelium, dann ist das hochspannend. Da gibt es ganz viele Freistellen, Freiräume, wo der Leser selbst gefordert ist, auf einmal aktiv zu werden. Also wenn wir zum Beispiel auf den Markus-Schluss schauen, der endet eigentlich damit, dass die Frauen diese Auferstehungshoffnung bekommen haben, diese Botschaft, und es endet dann mit den Worten, und sie sagt niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Und das nimmt ja total den Leser in die Pflicht oder fordert ihn heraus, wie gehe ich damit um? Leider haben das dann die nachfolgenden Generationen diesen riesigen Wert und die Genialität dieser Literatur nicht erkannt und haben dann ganz platt einen schönen Schluss da irgendwie zusammengezimmert, aber der nimmt so ganz viel von diesem magischen, existenziellen Moment auch raus. Schön, ja. Ja. Ja, die Bibel ist bestimmt ein Quell an Pillen und Salben für den Menschen, für seine Seele und für seinen Geist. Gell? Ja, danke. Ja, Bernhard, natürlich, von dir will ich es auch wissen. Wie schaut's aus? Was hilft dir? Die Bibel ist schon weg. Ja, genau, aber die ist ewig gut. Also muss ich mir was anderes überlegen. Vielleicht von Pierre Bayard, wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat. Sehr gut. Das hat mir sehr geholfen, weil kein Mensch kann alles kennen. Ja. Und es entlastet ungemein, dass gerade in akademischen Kreisen ganz viele Menschen über Bücher sprechen, die sie niemals gelesen haben oder die sie zumindest nicht mehr erinnern. Sehr, sehr gut. Deswegen würde ich das nehmen. Das entlastet mich jetzt auch gerade. Das lese ich auch gleich. Ja, vielen Dank dir, Bernhard. Roland, vielen Dank. Ich glaube, wir sind mit unserem Teil durch. Es ist recht lang gewesen, ist mir aufgefallen. Also ich glaube, wir müssen das nächste Mal kürzen. Ich hoffe, dass liebe Zuhörer und Zuseher Sie noch dran sind. Ich weiß nicht, ist da noch jemand? Ja, Roland, ich gebe an dich weiter. Ja. Vielen Dank. Ich schalte mich mal wieder dazu. Ich habe ja im Chat schon mal reingeschrieben, also dass Sie natürlich jetzt auch die Fragen hier stellen dürfen, ob was Ihnen vielleicht gekommen ist, wo Sie Zusatzfragen haben, wo Sie vielleicht auch eine Ergänzung aus Ihrem Leben haben. Welche Bücher haben Sie beeindruckt? Ich fange mal einfach mit der ersten Nachfrage an, weil ich sehe, dass da auch noch geschrieben wird. Nochmal ganz langsam, Pierre Bayard, schreibt sich B-A-Y-A-R-D, wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat. Genau. Vielen Dank nochmal. Für mich wäre jetzt eine so eine Frage, Lesen, um das Leben zu vermeiden, ist das die klassische Ratgeberliteratur? Also vielleicht kennst du das Phänomen, also ich kenne es jedenfalls, wenn ich mir vornehme, Sport zu treiben, ab Montag, dann gehe ich erstmal in ein Geschäft und kaufe mal T-Shirts und Laufschuhe. Und ich habe festgestellt, dass ich das schon recht oft gemacht habe. Also ich habe immer wieder Sport vermieden, indem ich mir Sportsachen gekauft habe. Und
Und ja, das gibt es manchmal. Es gibt manchmal Menschen, die sich Ratgeberliteratur besorgen und lesen wollen, wie sie es denn machen müssten. Und aus irgendwelchen Gründen gelingt es ihnen aber nicht sozusagen. Es gelingt nicht, tatsächlich diesen Schritt zu gehen. Aber ich will es nicht verallgemeinern. Also es gibt Ratgeberliteratur, die auch tatsächlich von den Menschen als hilfreich empfunden wird und die auch wirklich Menschen motivieren, den ersten Schritt zu gehen. Das gibt es schon auch. Ich habe übrigens, dass ich erläutere, warum ich den Titel des Buches nochmal gesagt habe. Ich habe auf eine Frage im Chat geantwortet. Ich habe im Chat jetzt auch mal den Link zu deinem Lieblingsbuch oder deinem beeindruckenden Buch mal gesetzt. Dann gab es hier noch eine Frage von der Frau Kroh, literarische Apotheke für Kinder. Da glaube ich, kannst du was dazu sagen, Seppel, oder? Also die Frage, wenn ich sie richtig verstehe, ist, gibt es das oder nicht, oder? Gibt es das, ja. Also wir hier, wie der Bernhard schon gesagt hat, wir starten mit extrem geringen Mitteln. Also wir haben so gut wie kein Budget dafür, für das, was wir tun. Die staatliche Bibliothek in Person von Bernhard Lübbers leistet da Großartiges. Aber zum Beispiel gibt es wirklich sehr wenige Menschen, die Zeit haben. Und die Auswahl von Büchern in sozusagen vor dem Hintergrund einer Problematik ist relativ zeitraubend und sehr aufwendig. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es hier zunächst einmal im ersten Schritt nicht, zumal der Zugang zur staatlichen Bibliothek ab 16 Jahren, glaube ich, erst erlaubt ist. Gell? Genau. Aber wir haben in unserem Netzwerk, das finden Sie auf unserer Homepage, literarischeapotheke.de, gibt es auch eine Kinderpsychiaterin, die Frau Dr. Sabine Küpper, und die ist sehr, sehr begeistert vom Lesen und sie arbeitet eben von Berufs wegen mit Kindern. Und sie hat auch schon formuliert, dass sie sehr gerne diese literarische Apotheke erweitern würde. Aber wir sind davon noch entfernt, also wir sind noch nicht so weit, leider. Aber vielleicht könnten Sie Sabine Küpper, falls Sie konkrete Fragen haben, auch kontaktieren. Sie ist immerhin Teil des Netzwerkes und sie wäre bestimmt offen, Ihnen da vielleicht auch Tipps zu geben. Vielen Dank, Sepide. Ich sehe, es wird noch getippt. Also jetzt besteht die einmalige Gelegenheit, die beiden Referenten auch nochmal zu fragen. Sie haben quasi jetzt die Apotheker, der literarischen Apotheker der ersten Stunde in greifbarer Nähe. Und es ist wirklich das vielleicht nochmal ergänzend zu den Ausführungen vorhin. Es gibt zumindest im deutschsprachigen Raum so eine Kooperation zwischen Bibliothekaren und Psychologen bislang nicht. Zumindest ist uns nichts bekannt geworden. Im angloamerikanischen Bereich ist auch das verbreiteter, aber im deutschsprachigen Bereich sind wir wirklich Pioniere. So sehen wir das. Also es gibt auch ganz wenig, auch da gibt es wieder zwei Seiten einer Medaille. Wir haben praktisch keinerlei Vorbilder, an denen wir uns orientieren können, außer eben im angloamerikanischen Bereich. Wir betreten gewissermaßen Neuland. Das hat was dafür natürlich, aber wir können auch nichts einfach abschauen. Ja. Vielleicht können wir noch die Gesellschaft erwähnen, genau, wenn wir schon dabei sind. Vielleicht kannst du runtergehen. Das ist nämlich eine Folie. Das gibt nämlich eine Gesellschaft, die sich durchaus mit diesem Thema beschäftigt. Also da sind wir schon auch ganz weiter. Das wären hier übrigens noch die anderen. Genau, die anderen Funktionen alle. Funktionen. Und hier ein paar Buchtitel, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ich habe es ja vorhin eingangs auch gesagt, es gibt immer mehr Literatur, da kann man sich darüber informieren. Und das wäre die Deutsche Gesellschaft für Poesie und Bibliotherapie. Ja, genau. Das ist in Deutschland die Gesellschaft, die sich mit dem Thema Bibliotherapie, aber vor allem Poesietherapie beschäftigt. Bibliotherapie ist das, ist sozusagen die Beschäftigung mit Büchern im Sinne der Gesundheit, und die Poesietherapie bedeutet, man schreibt selber und wird produktiv. Mhm. Und auch da ist es durchaus hilfreich, ist ein hilfreicher Ansatz. Mhm. Und vielleicht noch ein Satz zu Benedikt Wells. Wir waren ja auch dabei, das ist ja leider alles diesem sogenannten Shutdown, Corona-Shutdown zum Opfer gefallen. Ja, aber, sagt es, ne? Ja, ja, genau. Aber wir waren auch dabei, auch mit der literarischen Apotheke, wären dabei gewesen, so muss man es formulieren, bei dem Regensburg liest ein Buch. Da war ja Benedikt Wells zu Gast in unserer Stadt. Aber es ist leider alles
dem zum Opfer gefallen. Wir finden nämlich auch, dass es ein tolles Buch ist. Vielen herzlichen Dank auch schon mal für die Beteiligung im Chat. Und ich glaube, so viel können wir schon verraten, dass das bestimmt nicht das letzte Mal war, dass wir mit Formaten der literarischen Apotheke auch mal online gehen. Wie es der Dr. Lüpper schon gesagt hat, wir überlegen da einfach auch vielleicht, welche anderen Formate gibt es da noch, die wir zusammen mit Ihnen da erleben können, um uns an Literatur auch zu erfreuen und zu stärken. Vielleicht da aus der aktuellen Bildungswoche bei uns kommt man gerade in den Sinn, wir hatten am Montag einen Workshop zur Spiritualität von Ignatius von Loyola. Und der schreibt zum Beispiel, dass man in Zeiten des Trostes vorbeugen soll, also sich Strategien überlegen soll, Rituale, die einen eben in dunklen Zeiten dann auch helfen können. Und das hat mich jetzt sehr an das erinnert, was jetzt heute ausgeführt wurde, eben schon Bücher mal zu sortieren, zu durchdringen, zu lesen, auf gewisse vielleicht auch Hilfsfunktionen hin, die ich dann auch, wenn es mir schlecht geht, einfach memorieren kann, an die ich mich erinnern kann und aus denen ich Kraft schöpfe. Also sehr interessant für mich gewesen. Vielen Dank euch beiden. Da jetzt keine weiteren Fragen im Chat sind, bedanke ich mich bei euch, liebe Referenten, ganz, ganz herzlich, dass ihr euch dem heute gestellt habt, mal das erste Online-Seminar zur literarischen Apotheke zu geben. Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie dabei geblieben sind, dass Sie mitdiskutiert haben. Und jetzt was, das ist leider nur für Referenten und Referentinnen der KIB reserviert, nämlich die bekommen immer einen eigenen KIB-Wein. Und da steht nämlich drauf, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und es geht dann weiter, Frucht sollt ihr bringen. Und jetzt ist er noch bei mir, aber ich glaube, wir finden eine Zeit, wo wir den vielleicht auch mal gemeinsam testen können, um weiter über die literarische Apotheke nachzudenken. Ihnen, liebe Teilnehmer, einen guten Abend, eine gute Nacht und bis bald. Tschüss. Tschüss. Dankeschön, dass wir da sein durften.